Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neverwinter Nights, wo wir letztes Mal die erste der vier entlaufenden Kreaturen gefunden und zu Aribert zurückgebracht haben. Jetzt können wir versuchen, weiteren Hinweisen nachzugehen. Es gibt nämlich noch drei weitere Stadtviertel und aufgrund eines total obskuren Zufalls gibt es auch genau drei Kreaturen mehr, die entlaufen sind. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich würde aber eben mal kurz hier bei Eltora Sabtil vorbeikommen und shoppen, gucken. Seid ihr bereit für den nächsten Teil unserer Prüfungen? Oder geht es euch um etwas anderes? Ich würde gerne Ausrüstung kaufen. Nymphenumhang. Mit dem Umhang kann man seinen Charisma steigern. Ich könnte das quasi benutzen, um tatsächlich doch Stufe 2 und tatsächlich Stufe 3 Zauber benutzen zu können. Das wäre eine Option, aber ob ich da jetzt 2000 Gold für ausgeben will, ist was anderes. Ich war eigentlich mehr an sowas interessiert. Nee, Magier Schlachtenrobe doch nicht. War denn nicht Abenteuerrobe, ist das? Ja, das sind nämlich Roben, die eigentlich nur von Hexmeister Magier benutzt werden können, die eine Schadensreduktion geben. Also quasi immer, wenn ich Schaden kriege, werden davon bestimmte Mengen an Schaden abgezogen. Jetzt in dem Fall 5. Das wäre eigentlich relativ interessant, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich sollte es aufgrund von Mark Nirgendland benutzen, irgendwann benutzen können. Und Rüstungswert ist mir bei meiner Rüstung sowieso zurzeit noch am interessantesten, aber wenn es was Interessanteres gäbe, wäre ich offen, da was dran zu ändern. Deswegen machen wir das vielleicht irgendwann anders. So. Jetzt könnten wir ins Hafenviertel gehen, ins Halbinselviertel, da waren wir glaube ich schon, ins Bettlerviertel und ins Schwarzseeviertel gehen. Ich werde als nächstes ins Bettlerviertel gehen. Schauen wir mal, was da los ist. Wir haben bisher Hinweise so ein bisschen im Hafen von Delan, dass da irgendeine Auktion stattgefunden hat. Ich glaube, vom Bettlerviertel haben wir gehört, dass es da irgendwie zurzeit ein Problem mit irgendwie wandelnden Toten gibt und so. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da mal hin und schauen mal nach, was da los ist. Gehe ich da nach oben und gucke die Kisten an? Nein, ich mache es nicht. Bin zu faul. Immer mit Manu. Hi. Hallo. Ja, hi, ich habe gehört, was ihr nie wieder geleistet habt. Sicher werdet ihr im Bettlerviertel nur für Ordnung sorgen. Tut mir leid. Einen Augenblick bitte. Der Gestank der brennenden Leichen steckt nur wirklich auf den Magen. Als ob die Pest allein nicht schon reichen würde. Inzwischen ist es noch viel schlimmer im Bettlerviertel. Habt ihr gehört? Es ist ein Albtraum da drin. Überall Zombies. Wir sorgen dafür, dass der Stadtzombie nicht in Gefahr gerät, aber wir können da nichts für das Bettlerviertel tun. Okay, also steht das Gebiet auch unter Quarantäne. Ja, als Stadtwache dürfte natürlich passieren. Abgesehen davon versuchen wir das Gebiet abzuschotten. Die Pest tobt im Bettlerviertel am schlimmsten und jetzt kommen da doch die Untoten dazu und die Bedrohung durch die Zombies doch dafür, dass die Leute sich in den Häusern verschanzen. Dadurch gibt es kaum Konfrontation zwischen Wächtern und Leuten, die versuchen, die Quarantäne zu durchbrechen. Die Mieten dürften das Viertel betreten, um ihren Schrein einzurichten. Man sagt, sie würden den Segen trotz allem unermüdlich verteilen. Ich zweifle längst daran, dass sie mit den Problemen durch die Untoten gerechnet haben. Okay, gibt's da auch irgendeinen Ort, den ich aufsuchen sollte? Es gibt da so eine Schenke zur schimmernden Schlange. Liegt im Süden des Zentrums im Bettlerviertel. Dort hält sich Haben Aschenschmied auf und versucht, Leute zu organisieren. Wer ist dieser Haben Aschenschmied? Das ist ein guter Freund der Wache. Ich weiß nicht, welches offizielle Amt er bekleidet und verwendet seinen offiziellen Titel nicht gern. Ist lieber auf Du und Du mit den einfachen Leuten. Er kann uns sicher mehr Informationen geben. Natürlich nur, wenn er wirklich noch im Leben ist. Okay, das ist jetzt der letzte Außenposten. Auf der anderen Seite des Tores gibt es auch noch Stadtwächter. Der Auftrag ist eigentlich der Ausbruch einer Panikwelle zu verhindern, doch jetzt müssen sie Untote abwehren und daran hindern, das Viertel zu verlassen. Das ist eine unmögliche Aufgabe. Wir haben nicht genug Männer für Patrouillengänge. Ich hoffe, ihr werdet uns da helfen können. Ihr solltet mit Haben Aschenschmied sprechen. Ja, da haben wir schon drüber geredet. Okay. Habt ihr irgendwas von den verschwundenen Kreaturen aus Tiefwasser hier gehört? Ach, ihr werdet euch beauftragt, ein bisschen zu suchen, was? Tut mir leid, ich kann euch aber nicht helfen. Ich habe von nichts über sie gehört. Sie sind vermutlich alle tot. Die ganzen Zombies hingegen, die haben offenbar keine Lust, tot zu bleiben, ne? Im Moment macht einfach nichts mehr so richtig Sinn. Ja gut, dann ich gehe da mal los. Ja, das werde ich. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir schon aufgegeben. Ist am übelsten von der Best betroffen. Jetzt toten die Untoten alle Leute, die sie erwischen können. Ja, ist nicht so besonders schön. Na gut, dann gehen wir mal in die Zombie-Apokalypse. Warum auch nicht? Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun, ne? Dann machen wir das einfach mal. So, ich hätte gern Geschicklichkeit. Lino hätte auch gern ein paar Buffs. Und ich hätte zumindest noch Schutz vor Bösen gerne. So. Und dann können wir mal gucken, was wir mit den Zombies machen. Wir haben natürlich mit Lino eine Klerikerin dabei. Ich bin dann mal gespannt, wie schleu die künstliche Intelligenz von ihr versuchen wird, die Untoten zu vertreiben, weil Kleriker sind eigentlich super gegen Untote. Ja, man kann als Kleriker kann man Untote quasi einfach verbannen, indem man quasi betet. Bin aber gespannt, wie sehr das zum Einsatz kommen wird. Ich lasse mich mal überraschen. Okay, ihr seid der letzte Vorposten.
Oh, seid mir gegrüßt. Ihr seid hier, um euch in Legion der Verdammten anzuschließen, was? Das Battlefield ist momentan so wie die Unterabteilung der Höllen hier auf Verun. Die Zombies sind überall. Wenn ihr unbedingt patrouillieren wollt, nur zu, aber passt auf euch auch, es sind schon genug Leute gestorben. Okay, gut. Ich glaube, ich habe mit den anderen Mann schon darüber geredet, dass es hier noch diese Schenke gibt und so, von daher, lebt wohl. Ich würde versuchen, mich zur schimmernden Schlange durchzuschlagen. Gibt einfach zu viele Unter in den Vierteln. Eine Bürger sind fast genauso übel. Weil diese Bettler, die sind ganz schlimm, sind die. So, da hinten haben wir Zombies, die auf Bürger einschlagen. Nein! Meine Zombies! Was den Scheiß? Linu, geh den Bürger verteidigen. Oder Untote vertreiben ist natürlich auch eine Option. Das hast du gut gemacht. So. Nee, Zombie, bleib bei Lino. Die ist viel gefährlicher als ich. Also, jetzt werden wir von allen Seiten von Zombies angegriffen. Nix. Hast du nicht nochmal Untote vertreiben, Lino? Das käme jetzt ganz gut. Anscheinend nicht. Vielleicht muss den Bürger da hinten gleich mal wieder verteidigen. Lino? Untote vertreiben? Nee. Dankeschön. Tschüss, Zombie. So. Lief doch gar nicht so schlecht. Also noch mehr Zombies. Sehr gut. Ich bin fast ein bisschen beeindruckt, Lino. Dass wir den einen muss jetzt aber nicht machen. Da hättest du es besser aufheben können, Liebes. So. So. Gut. Seid verletzt. Hahaha. Oh, danke, dass ihr mich gerettet habt. Ja. Geht einfach von der Straße runter. Ich weiß nicht, was Leute sich nur hier auf der Straße runtertreiben. Ein Haus suchen, Tür vorbeikadieren und hoffen, dass es irgendwann mal vorbei ist. Das ist, glaube ich, der einzige halbwegs sinnvolle Plan, den man hier machen kann. Schauen wir mal, was hier los ist in dem Haus. Ah, Zombies sind hier los. Also, wenn du jetzt noch ein Untotvertreiben übrig hättest, ne, dann... Naja, wir können es natürlich einfach moschen. Das ist natürlich auch eine Option. Hast du schon recht. Ist noch ein Wandschrank. Mit ein bisschen Gold. Geht's hier nach oben? Ne. Treppe nach oben ist zerstört. Na gut, dann gehen wir weiter. So. Weiter geht's. Schon wieder ein Zombie. Kommt denn schon wieder her? Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Oh. Gut, dass ich mal nachgeprüft habe, weil ich habe schon wieder alle Reserve-Stacks-Pfeile verbraucht. Oh. Vielleicht soll ich dann nochmal kurz was dann ändern. Lino, Moment. Wir gehen nochmal einmal hier raus. Gehen nochmal eben zum glänzenden Ritter. Schimmernden Ritter? Bin mir nicht ganz sicher. Zu diesem Ausrüstungsladen hier in der Mitte. Na, der wohl auch der steht, der auch den Schmied im Keller hat. Da mit dem Bach runter vor, ne? Das Haus da vorne gleich. Nehmen wir doch mal eben ein paar Pfeile kaufen. Wäre jetzt irgendwie ein bisschen ungünstig, wenn wir mitten in der Zombie-Apokalypse auf einmal die Pfeile ausgehen, ne? Das wäre schon ziemlich epic fail. Hallo. So. Ah, Pfeile. Danke. Eispfeile, ein Stack Eispfeile für nur 2000 Goldmünzen. Ist das nicht ein super Angebot? Nein. Ist es nicht. So. Ja, ruhig bleiben, Brauner. Wir gehen ja schon wieder. Ich wollte nur mal kurz ein bisschen Pfeile kaufen. So. Dann geht's nach diesem kurzen Intermezzo geht's gleich weiter. Lalala. Ich habe noch gar kein Lalala heute gemacht. Das ist ja
Ist ja echt traurig von mir, dass ich das vergesse. Hier ist ein Fall. Manchmal hat das Spiel anscheinend seinen Humor. Ey, du, ich hab gehört, du suchst Pfeile. Hier sind noch mehr. Ja. Aber die Sache ist, wenn ich nicht welche einkauft hätte, dann hätte ich wahrscheinlich hier im ganzen Gebiet niemanden gefunden, der mir die welche verkauft oder der irgendwelche Vorräte davon hat. Deswegen. Cyrils Bäckerei. Aha. Zombie! Erstmal mit Lalala. La 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 la. Ihr werdet fallen. Gut. Da liegt irgendwie ein toter Bäcker. Feenstaub. Und ein Sauerteigrezept. Mhm. Pergament wird erklärt, wie man Blattbrot zubereitet und welche Zutaten dazu benötigt werden. Diese Delikatesse wird nur in Niewinter gereicht. Okay. Ich weiß nicht, wem ich hier ein Sauerbrotteigrezept verkaufen kann, aber. Ich nehme es mal mit. Kann ja nicht verloren gehen, ne? Ich meine, nachher essen die Zombies das Rezept auf oder sowas. Das wäre ja ganz schlimm. Inu? Ah, ich kann durch diese Hecke schießen. Das ist auch sehr, sehr lustig. Die Göttin soll euch holen. So, da hinten sind noch mehr Zombies. Yay. Und lalala läuft aus. Soll vielleicht mal was gegen machen. Da hinten sind noch mehr Zombies. Wenn du dich nochmal mit denen klopst, können wir schon mal nach da hinten gehen und die Zombies da von den Bürgern wegschubsen. Ja, wir helfen doch schon. Ich bin Bogenschütze. Sorry, dass ich da nicht hinstürme. So. Da hinten kommen noch mehr Zombies, Linu. So, schnappen wir sie uns. Verfehlt. Was ist da los? Was ist hier noch mehr? Ah, da sind noch mehr Zombies. Gut. Gehen immer von einer Zombiewelle zur nächsten. Wir müssen da ja nochmal zurückgehen und gucken, ob irgendwas los ist. Ist ja richtig was los, Alter. Kampf am Galgen. Linu hält die Stellung mit ihrem Dreiwettertaft und die Frisur sitzt. Ich meine, die Zombies sterben. So, gut gemacht. Ich habe irgendwie auch Schaden angerichtet. So, jetzt wieder so ein Scheiterhaufen. Können wir mal anzünden. So. Markus' Leiche. Oh, ein Zauberstecken. Goldmünze und ein Tagebuch von Markus Penhold. Aha. Das ist das Tagebuch von Markus Penhold, einem jungen Magier. Sein Lebensversuch lief recht ereignislos, doch sein letzter Eintrag ist offenbar prophetischer, als sich der Autor es erträumt hätte. Auszug. Vor der Pest habe ich mich mit den anderen zusammen ängstlich versteckt. Die jämmerlichen Zombies aber jagen mir keine große Angst ein. Mein Bruder wartet am Schreien, den die Helmiten im Bettlerviertel unterhalten, aber ich werde mich ihm nicht anschließen. Endlich gibt es etwas Reales, das es zu bekämpfen gibt. Okay. Anscheinend war er irgendwie Magier. Das würde diesen komischen Magierstecken erklären. Und, ja. Anscheinend wollte die Zombies alleine aufhalten, aber es wurden wahrscheinlich einfach zu viele. Ich meine, Magier, klar. Vor allem jetzt schon mit Rang 3 so Feuerbälle in die Zombie-Massen reinbrezeln, wäre schon nett, keine Frage. Aber irgendwann bist du halt mal so, da sind immer noch mehr, ne? Nee? So. So, ich glaube, wir machen das mal hier strukturiert. Da ist noch ein Zombie. Ich würde sagen, wir machen das jetzt strukturiert, gehen nochmal ein Stück zurück und gehen alle Häuser durch, bevor wir hier oben die Häuser durchgehen und irgendwie total irritiert sind, wo wir schon gewesen sind. Gut. War das noch mehr? Okay. Nino? Ach, da ist noch einer. So, ach komm, machen wir kaputt. Machen wir ihn fertig. Parier doch. Oh ne. Weites Spiel?
Mino? Genau, so. Jetzt gehen wir nochmal das Stück zurück und schauen mal, ob hier noch irgendwas los ist. Ich glaube, hier in dieser Ecke habe ich noch nicht nach Häusereingängen und sowas durchsucht. Ich könnte hier oben die Kisten suchen, aber ich kann es auch lassen. So, was ist das? Konzentrationshandschuhe? Ja. Brauche ich nicht, aber bringen bestimmt ein bisschen Geld. So. Schauen wir mal dieses Haus an. Ergebt euch, Zombies. Oh, es ist gar kein Zombie hier. Verzeihung. Hallo. Oh, ich hoffe ja, dass ihr kein Plünderer seid. Ich kann auch nicht viel dagegen tun, wenn ihr tatsächlich plündern wollt, aber dennoch hoffe ich mal das Beste. Nö, ich bin kein Plünderer, ich kämpfe gegen die Untoten. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Ich könnte wohl mir Hilfe benötigen. Wenn das so weitergeht, bin ich in einer Stunde ohnehin tot. Ich weiß aber nicht, in welcher, was ich euch über die Untoten vielleicht erzählen könnte. Wieso könnt ihr uns sonst Hand über die Untoten erzählen? Und mein Bruder hat sich in letzter Zeit sehr komisch verhalten. Er geht in so ein seltsames Haus nördlich von hier. Die Untoten lassen dieses Haus seltsamerweise in Frieden. Er ist nicht mehr er selbst. Ich glaube, die haben seine Seele geraubt. Da drin ist eine Gruppe, ein Kult. Und mein Bruder erwähnte irgendeine Kreatur. Mehr weiß ich nicht darüber. Es ging alles so schnell. Genau als die Zombies damals auftauchen. Erzähl mir mehr über dieses seltsame Haus. Ich sag euch gern, was ihr wisst. Habt ihr eine Ahnung, wer in diesem Haus wohnt? Nee, überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass die Zombies dem Bruder nichts tun. Und ich weiß, dass mein Bruder sich immer merkwürdiger benimmt. Wir dulden noch keine Besucher dort. Er hat eine Art Schlüssel, um reinzukommen. Das ist kein normaler Schlüssel, das ist irgendwas Magisches. Er hatte einen Schlüssel. Habt ihr den noch? Kann ich das vielleicht haben? Oh, warum nicht? Wenn es bedeutet, dass ihr ihn suchen geht, ich mache mir schon irgendwie Sorgen. Und ihr meint, die Untoten lassen das Haus in Ruhe. Ja, so, die ist sehr merkwürdig. Sie machen einen Bogen um das Haus und greifen niemanden an, der da reingeht. Mein Bruder sagt irgendwas an einer Kreatur, die es beschützt. Ich verstehe dir ehrlich nicht mehr, was er da redet, und er ist schon seit Tagen fort. Okay. Können wir nochmal über euren Bruder. Wie heißt er denn und was tut er so? Sein Name ist Thorin. Eine Zeit lang hat er mit einem Magierturm bei Tifa studiert, aber er blieb nicht dabei. Er wusste nie so recht, wo er hingehört. Ich glaube, er suchte etwas, das schneller zum Erfolg führt. Für Bücher fehlt ihm die Geduld. Okay. Ich habe mal Fragen über das seltsame Haus. Bruder? Nee. Ich sehe vielleicht mal nach. Was habt ihr jetzt vor? Ich weiß nicht recht. Ich würde gerne bei der Suche helfen, aber ich weiß nicht, ob ich zu viel zu nutz wäre. Ja, ich werde einfach mal nachsehen. Bleibt einfach hier, haltet die Stellung und haltet die Ohren steif. Wir kommen später wieder vorbei. Oh, in Ordnung. Ich wünschte wirklich, ich könnte mehr tun. Ich fühle mich so hilflos. Er braucht meine Hilfe doch. Das weiß ich genau. Verstecktes Kult liegt irgendwo nördlich von hier. Wenn ihr ihn suchen wollt, solltet ihr dort anfangen. Ein Kult. Was haben wir denn da eigentlich jetzt gekriegt? Ein Schutzstein des Anwesens. In dieser Schutzstein erlaubt es seinem Besitzer, alle magischen Schutzvorrichtungen auf allen Anwesen im Nordwesten des Battlefields zu umgehen. Interessant. So, eine verschlossene Truhe. Da gucke ich jetzt auch mal nach. Eine Heilertasche, ja. Die bringen immer ein bisschen Geld. Also ich könnte die verkaufen und ein bisschen Geld dafür kriegen. Wäre vielleicht mal eine Option. Aber im Moment habe ich sowieso irgendwie keine Sachen, die ich unbedingt kaufen muss. Ich meine, wenn es irgendwo einen magischen Bogen gäbe oder sogar einen magischen Kompositlangbogen. Oh. Aber zurzeit gibt es das nirgendwo. Also was haben wir hier noch? Mittelschweren Wunden heilen. Was ist das hier? Oh, sieht nur eine Sonnenuhr. Okay, ist wieder ein von den Magier-Dingern. Laboratorien. Hallo? Wo ist Lino eigentlich? Ist Lino jetzt unsichtbar? Das ist ja geil. Die unsichtbare Frau. Jetzt ist sie wieder da. Manchmal. Das ist ja ein bisschen skurril. Egal. Ah, Brennholz. Okay. Haben wir Brennholz gefunden. Yay. Das ist bestimmt irgendwelches tolles, magisches Brennholz und nicht einfach bloß Brennholz. Ich meine, einfach bloß irgendwie so... Ja, oh, besorg mir Brennholz. Ja, Moment, ich gehe eben mal irgendwo hin. Bestimmt hat irgendjemand irgendwo Brennholz rumliegen. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwas Seltenes ist. Bier, ne. Bier brauche ich nicht. Was ist mit der Truhe? 27er. Ja, könnte ich die tatsächlich aufmachen. Dann müsste ich aber wieder rasten und das Übliche. Oder habe ich jetzt noch einen Dreier-Schlüssel gekriegt? Ne, ich habe nur einen Einer-Schlüssel.
Ja, dann rasten wir mal. Ich wollte sowieso mal rasten. Es sind, glaube ich, schon alle Buffs ausgelaufen und Lino hat ihr Untote vertreiben aufgewendet und all sowas, ne? Würde ich sagen, rasten wir nochmal eben. Dann mache ich mal Geschicklichkeitsbuff, mach die Kiste auf. Und dann würde ich sagen, reicht das? Nein. Schlüssel habe ich auch noch. Also ein Dietrich, ein Bürger Lars. So. Eine Goldmünze und ja, das hat sich ja richtig gelohnt, Alter. Für 9 Goldmünzen. Alter. Was noch so eine Truhe. Okay, gut. Aber weil die Zeit schon wieder abgelaufen ist, würde ich sagen, schauen wir, was hier noch so los ist in der nächsten Folge 30. Nee, das schaffe ich nicht. Deswegen sag ich mal, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ach, hier ist, glaube ich, dieses eine Haus, ne? Vermute ich mal. Dann schauen wir beim nächsten Mal, was in diesem Haus los ist. Dann gibt es eine Kultstätte, aber wir sehen das dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.